Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge durch den Marsch. Wir beginnen mit Tag mit Schlafen. So, da, da. Und dann werden wir sehen, was die PGA gebracht hat. Wir könnten noch ein paar Dinge reinwerfen. Das können wir tun. Kleine gehen dann rein. So. Und jetzt gehen wir in die Liege. Naja, Bauernhaus haben wir noch nicht. Aber das kommt auch noch. Wir haben ja hier dauernd Sommer und Regen haben wir auch nicht. So, das war jetzt nachts, keine Ahnung. 8 Stunden. Brechen, was haben wir jetzt? 7:45. Also 8, 10 Stunden normalerweise bis 6 ist hell. Wir können eh nichts machen in der Zeit. Das ist 8 Uhr. 6 und 10 Stunden. Also 40 Stunden ist Quatsch. BGH, 212 Einnahmen. Das ist gut. Das ist gut. Kreditzinsen ist auch gut. Was macht mein Darlehen? Was ist möglich? Wollen die mir noch Geld geben? Nö. So, was macht unsere Früchte? Auf 2 werden wir gleich und Gruppe kämpfen. Ansonsten Dinkelrücken, Wachstum. 13 und 15 ist reif. Das passt. 27 auch noch düngen. Haben wir genug Arbeit. So. Ja, dann geht's weiter, ne? Hier muss man sich jetzt halt mal meinen Countdown drücken. Da hier brauchen wir sowieso. Haben wir jetzt schon Rockenfeld. Oh, was trinken. Da ist der Eisenbahn. So. Wüste. Dinkel ist auch schon gewachsen. Wie gesagt, die Zeitangabe. Hälfte etwa über einstürmen. An den Getreidesorten. Wollte ich das machen, ne? Das ist dunkel hier. Ich krieg keinen.
Roger. Schönes dabei. Also ich will mal eben mal einen neuen kaufen. Oh ja, den Strohschwad. Wenn es keinen Erhöhung bringt. Also hier. So. Das ist besser geworden. Dinkel. Was Neues. Sieht man ganz gut aus.
ein Glück, dass die Kühe 10 Tage versorgt sind. Runde wollen wir fahren. Der kann nicht gut so schön. Läuft ja super. So. Dann Strom. Schneid den Falken auch mit. Beladung mal weg. Mal sehen. Da muss ich mal überlegen. So, oh, allen schönen Samstag gewünscht, ne? Nee, alles täuscht von der Rechnung her. Samstagfolge. Montag, Dienstag, Montag, Montag. Ja, Montag schon. Rohr. So. Die wird gleich speichern. Der fertig ist, geht leicht mit Dünger meine. Aber das dauert noch eine Weile. Das ist eh keine Schneebereifung. Nee, ja, gut. Könnte man
Strohballen pressen und vorbereiten. Genau. Hier mein Strohpressen, das geht wohl nicht. Da muss ich erst warten, bis. Jo. Bis er fertig ist. Aber die Zeit, die rennt da weg, das gibt's ja gar nicht. Ich stelle uns nächsten vor den Kursblickkurs ein. Zum Abfahren. Wie gesagt, ich habe alle Fahrzeuge im Beschlag. Beziehungsweise in Vorbereitung. So, und die Freilandschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Das würde mich auch freuen über ein Abo. Das kostet euch nichts. Ansonsten seid mal Tschüss und wie gehabt. Bis zum nächsten Mal.